Den meisten dürfte Starbreeze Studios durchaus ein Begriff sein. Bis auf wenige Ausnahmen kennen Fans den schwedischen Entwickler wohl hauptsächlich dank Payday. Aber sagen wir, wie es ist, mit Payday 3 hatten sie im letzten Jahr nicht wirklich Erfolg. Zwar läuft es inzwischen dank einiger Patches recht rund, aber so ganz abholen kann das Spiel seine Fans nicht. 40% positive Reviews auf Steam, das ist halt leider wirklich nicht so rosig. Aber das Studio hat noch mehr im Petto. So greifen sie zum Beispiel als Publisher nun einem kleinen deutschen Entwickler aus Karlsruhe unter die Arme, nämlich Walking Tree Games, bei ihrem Erstlingswerk The Tribe Must Survive. Der Titel ist seit Ende Februar im Early Access und da habe ich mir gedacht, als euer Profi für Early Access Games schaue ich mir das Ganze mal an und verrate euch, was euch so erwartet. Direkt vorneweg, wenn das Gameplay hier und da mal zu dunkel sein und ihr leider nicht so viel erkennen solltet, sorry dafür, das ist dem Spiel geschuldet, denn die Dunkelheit nimmt hier eine elementare Rolle ein. Was ich damit meine, das seht ihr gleich. The Tribe Must Survive ist ein Survival-Aufbausimulator mit einer kleinen Prise Roguelike. Für die Spielwelt hat man sich von niemandem Geringeres als H.P. Lovecraft inspirieren lassen. In einem feindseligen Steinzeit-Setting ist es euer Job, euren Stamm aufzubauen, zu vergrößern und natürlich zu überleben. Gerade letzteres ist gar nicht mal so einfach, denn so warten in den Schatten allerlei Bedrohungen, die euch an den Kragen wollen. Und da haben wir es schon, Großteile der Karte sind immer in Schatten gehüllt und deswegen von Haus aus dunkel. Und on top bekommt ihr es auch noch mit großen Katastrophen zu tun, die eure Standhaftigkeit auf die Zerreißprobe stellen. Vom Stil her erinnert mich der Titel direkt so ein bisschen an The Wandering Village. Aufbausimulator, Grafik alle Paper Mario, das ist schon alles recht ähnlich. Und gerade für ein kleineres Studio finde ich das durchaus eine vorteilhafte Wahl. Wie bei The Wandering Village ist auch bei The Tribe Must Survive der Aufbaupart recht rudimentär und sogar noch ein Stückchen simpler. Ihr baut wie gewohnt Rohstoffe wie Holz und Stein ab, sammelt Nahrung dank Jägerhütten oder Bauernhöfe, treibt die Forschung voran und so weiter. Das funktioniert wirklich alles ganz simpel, stets nach dem Prinzip mehr ist mehr. Wirklich ausgeklügelte Wertschöpfungsketten mit mehreren Produktionsprozessen à la Anno gibt's hier nicht wirklich. Ein bisschen Komplexität kommt dann mit den einzelnen Außenbezirken hinzu. So könnt ihr nämlich mit der Zeit expandieren, um Ressourcen zu erschließen, die ihr in eurem Hautlager zum Beispiel nicht habt. Dann müsst ihr auf einmal zwei einzelne Stämme und Warentransporte untereinander managen. Das ist aber auch alles halb so schlimm, denn so liegt die echte Herausforderung woanders, nämlich im Survival-Part. Überleben ist in diesem Spiel gar nicht mal so leicht. Einmal zu lange im Dunkeln, zack, und schon sind ein, zwei viele Dorfbewohner weg, denn was auch immer im Schatten lauert, das ist definitiv nicht euer Freund. Euer bester Freund ist hingegen das Feuer. Solange das brennt und die Umgebung erhellt, ist im entsprechenden Radius alles gut. Sollte euch jedoch mal das Holz ausgehen oder der Radius zu klein sein und die Dunkelheit sich um euch legen, könnt ihr quasi mitzählen, wie schnell ihr Game Over seid. Holz ist also sogar schon fast wichtiger als Nahrung. Zudem werdet ihr regelmäßig vor schwere Entscheidungen gestellt. Hier müsst ihr euch häufig für eine von zwei Seiten entscheiden, was gewisse Chancen und Risiken birgt. Nicht selten sterben dabei Bewohner von euch oder innerhalb eures Stammes ändert sich die Dynamik. So hat jeder Bewohner nämlich auch eigene Stats, Vorlieben und Charaktereigenschaften, ihr müsst euch also auch schon um ein gesundes Miteinander kümmern. Davon ist bis jetzt allerdings leider nicht allzu viel zu merken. Denn solange die Grundbedürfnisse stillt, Nahrung, Schlaf, Sozial und Spiritualität, sowie die Angst niedrig ist, fahrt ihr sehr gut. Worauf ihr euch hingegen erstmal nicht wirklich vorbereiten könnt, sind die einzelnen großen Plagen. Am Ende eines jeden Aktes, also nach einer gewissen Anzahl an Spieltagen, erwartet euch ein großes Ereignis, wo ihr und euer Stamm auf die Probe gestellt werdet. 7 Tage keine Sonne? Nicht so gut. Alles überflutet? Auch nicht sonderlich besser. Oder dank Heuschrecken keine Nahrung auf Feldern? Auch nicht wirklich rosig. Hier werdet ihr wahrscheinlich am häufigsten scheitern und im Sinne des Roguelike-Ansatzes gehört das definitiv mit dazu. So wird euch nämlich zu Beginn wenig bis gar nichts erklärt und erst mit der Zeit macht ihr entsprechende Erfahrungen, die euch in einem weiteren Run weiterhelfen werden. Meinen ersten Run habe ich zum Beispiel nach nicht mal 10 Minuten aufgegeben, weil ich einfach unterschätzt habe, wie viel Holz mein Feuer braucht. So Riesenplagen, die euch dann mal eben die komplette Nahrungsproduktion wegbolzen, das ist schon eine echte Herausforderung. Eine Herausforderung wird dann auch irgendwann die Performance. Denn je länger ein Spielstand dauert, desto mehr fängt dieser an leider zu ruckeln. Das habe ich sogar schon ab ca. 50 Einwohner und Akt 3 gespürt. Gerade wenn man auf Fast Forward spielt und das werdet ihr meistens, weil sonst alles wirklich recht lange dauert. Und ja, ich weiß, es ist noch ein Early Access, aber die Performance, das müssen sie wirklich noch angehen.
Auch bei den Erklärungen ist noch ein bisschen Verbesserungspotenzial da. Ich weiß, für ein Roguelike gehört es dazu, mit der Zeit die Erfahrung selbst zu machen, aber manchmal gibt es halt einfach Symbole und Dinge, die halt absolut keinen Sinn machen, zumindest für mich. Woher kommen zum Beispiel verrückte Augen und was soll das sein, außer dass diese Dinger jetzt rot sind? Ein bisschen mehr wäre schon ganz schick, aber vielleicht ist es auch einfach nur eine persönliche Vorliebe von mir. The Tribe Must Survive kommt bis jetzt zugegebenermaßen ziemlich simpel daher, was es aber sehr schnörkellos und zielgerichtet sein Gameplay präsentieren lässt. Der Aufbau und Survival-Part erfindet nichts großartig neu, weshalb man sich schnell zurechtfindet. Das schmeichelt auch dem Roguelike-Ansatz, denn so könnt ihr ziemlich schnell Fortschritte erzielen, ohne häufig schmerzhaftes Lehrgeld zahlen zu müssen. Ganz ohne geht's aber auch nicht. Wie immer kann sich während dem Early Access aber auch noch einiges ändern.